7 Intensivbetten stehen auf dem portugiesischen Festland noch zur Verfügung. Erste Patienten werden nach Madeira geflogen, um die Kliniken zu entlasten. Jeden Tag warten zahlreiche Krankenwagen vor den Krankenhäusern, um Corona-Patienten abzuliefern. Es ist Portugals Kampf gegen die unberechenbare Dynamik der Pandemie. Diese Menge an Krankenwagen zeigt, was in einem Land und einer Region mit sehr hohen Infektionen passiert. Wir versuchen, sie so gut wie möglich einzudämmen und zu bewältigen. Trotzdem ist das Land völlig überfordert, auch weil das Pflegepersonal zum Großteil selbst infiziert ist. Unterstützung soll jetzt aus mehreren Ländern kommen. Portugal kam lange glimpflich durch die Pandemie. Seit dem Herbst wird die Lage aber immer dramatischer. Noch gilt ein Lockdown bis Mitte Februar. Wenn im März alles gut ist, ist das großartig, aber ich glaube nicht daran. Nach den Maßnahmen zu urteilen, nach dem Weg, den die Sache nimmt, glaube ich das nicht. Denn die Leute haben immer noch keinen Respekt vor den Regeln. Jetzt macht das Land dicht, die Landesgrenzen werden mit sofortiger Wirkung geschlossen, die Ausreise nahezu nicht möglich, die Einreise ebenso schwer. Portugal riegelt sich ab.